Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Sagen wir mal, Simone, was ist das denn für einer? Der sieht ja irgendwie ganz wuselig aus. Ja, das ist unser Hansel-Teddybär. Steiff war schon immer sehr innovativ. Und ja, wir bringen jetzt hier einen Teddybär raus aus Hanfmaterial. Aha. Was ist Hanf? Da drin ist Hanf oder was? Nein, das Außenmaterial ist Hanf, das sich wirklich sehr weich und kuschelig anfühlt. Das fühlt sich an wie Wolle, ja? Ja, ist jetzt eine limitierte Sammleredition. Die Fußsohlen sind auch nicht, wie man sich vielleicht denken würde, aus Filz, sondern aus Ananasleder und hat auch ganz spezielle Augen, Schuhknopfaugen aus Holz. Okay. Warum diese alternativen Werkstoffe? Ist einfach von der Herstellung her umweltfreundlicher und wir denken halt auch immer zukunftsgerichtet. Wir wollten jetzt hier auch mal was Schönes Neues ausprobieren. Die limitierte Auflage ist 1000 Stück. Und es gab auch schon in 1910 den Papier-Teddy. Da hat man auch schon mal einen Ersatzstoff genommen und hat diesen eben hergestellt. Okay. Heißt das, in Zukunft gibt es mehr Teddys mit alternativen Werkstoffen bei euch? Oder ist das jetzt eine einmalige Ausnahme, so ein Versuchsballon? Lasst euch überraschen. Okay, machen wir. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyaux, mein Pool.